Um die Qualität und Reproduzierbarkeit von Laborbeobachtungen zu verbessern, gibt es mehrere Möglichkeiten. Standardisierte Protokolle und Verfahren. Erklärung: Verwende klare und einheitliche Anweisungen für alle Schritte der Studie, von der Vorbereitung bis zur Datenerhebung. Beispiel: Ein Forschungsteam verwendet einen detaillierten Leitfaden für die Durchführung von Gedächtnistests, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer die gleichen Anweisungen erhalten. Schulung der Beobachter. Erklärung: Stelle sicher, dass alle Beobachter gründlich geschult sind und die gleichen Bewertungskriterien anwenden. Beispiel: Bevor Sie mit der Beobachtung von Verhaltensweisen beginnen, erhalten Forscher eine Schulung zur einheitlichen Interpretation von Gesten und Ausdrücken. Verwendung von Technologie und Ausrüstung. Erklärung: Nutze fortschrittliche Geräte und Software, um Daten präzise zu erfassen und zu analysieren. Beispiel: Ein Biologe verwendet hochauflösende Kameras, um das Verhalten von Tieren im Detail aufzuzeichnen und zu studieren. Replikation von Studien. Erklärung: Wiederhole die Studie mit denselben Methoden und Bedingungen, um die Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu überprüfen. Beispiel: Ein Psychologe wiederholt eine Experimentreihe zur Erinnerungsfähigkeit mit einer neuen Gruppe von Teilnehmern, um die Konsistenz der Ergebnisse zu überprüfen. Dokumentation und Transparenz. Erklärung: Halte alle Schritte der Studie genau fest und mache die Methoden sowie die Ergebnisse öffentlich zugänglich. Beispiel: Ein Forschungspapier enthält detaillierte Informationen zu den Versuchsanordnungen, Analysen und Schlussfolgerungen, die andere Wissenschaftler nachvollziehen können. Diese Maßnahmen helfen, sicherzustellen, dass Laborbeobachtungen präzise, konsistent und verlässlich sind, was wiederum die Qualität und Reproduzierbarkeit der Forschungsergebnisse verbessert. 5 Profi-Prüfungstipps. Klicken Sie dazu auf den Link unter diesem Video.